Alte, steig auf mein Pferd und reit mit mir in den Paradiesgarten und schau dich um. Und weißt du, ich verspreche dir, wenn es dir nicht gefällt, dann bringe ich dich wieder herunter. Du weißt aber auch, dass in den 12 heiligen Nächten jeder Schwur 12-fach zählt. Und du schwörst es mir, ich schwöre es dir. Und die Alte sprang auf das Pferd und ritt mit dem Junker Tod hoch in den Paradiesgarten zur schönen Frau Holle. Als sie oben angekommen waren, da öffnete er das Tor einen Spalt breit, sodass sie nur hineinsehen konnte. Nun schau hinein und sag mir, gefällt dir, was du siehst? Die Alte schaute hinein. Und da sah sie die schöne Frau Holle. Sie war so schön und sie hatte eine Krone auf mit lauter Sternen, die funkelten. Und um sie herum lauter junge Mädchen. Aber die Apfelbäume, die sahen schrecklich aus. Was soll ich da? Sieh dich doch um. Die Frau Holle ist umgeben von lauter jungen, schönen Frauen. Und was soll ich da? Runzlig und alt, wie ich bin. Aber weißt du denn nicht, dass wenn du hineingehst und meine Liebste dich berührt, dass du auch wieder jung und schön bist? Und warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Lässt mich mit dir erst dreimal Karten spielen? Und sie sprang durch das Gartentor hinein und die schöne Frau Holle berührte sie. Und sie war jung und so schön. Und sie machte sich auch gleich an die Arbeit und begann mit der Pflege der Apfelbäume. Und seit diesem Tag, da gedeihen die Apfelbäume der Frau Holle wunderbar.